Okay, wir sind hier auf der Messe mit Timo Weckmann vom Läufermüsli. Wie kam es zu dieser Idee erstmal, dieses Müsli zu machen und warum Jan Fitschen? Ja, ich habe früher auch Leistungssport gemacht und habe vor 3 Jahren nochmal für 1 Jahr sehr intensiv trainiert und bin dann Marathon auch sehr gut gelaufen, habe da viel auch ausprobiert mit Müsli und habe verschiedene Zutaten und auch die Vorteile von verschiedenen Zutaten mir genau angeguckt und viel getestet und habe dann den Jan auch mal kontaktiert, was er da so macht und ich habe dann so eine perfekte Mischung auch für mich kreiert, wo ich tolle Erfahrungen gesammelt habe und bin dann mit der Idee und mit der Domäne läufermüsli.de auf die Firma Baug zugegangen und die waren gleich begeistert eben von dem Konzept, was ich mir da vorgestellt habe und Jan ist eben derjenige, der da seit über 20 Jahren Erfahrung hat und da gab es für mich keinen besseren Partner und Jan war auch ganz begeistert und war dann von Anfang an dabei, so haben wir das weiterentwickelt und optimiert, auch mit dem Institut für Sporternährung aus Bad Nauheim und ja, von daher ist es ein rundes Konzept und 2 ganz tolle Produkte. Aber ich denke mal schon, dass Jan Fitschen für dich auch persönlich eine Bedeutung hat, weil es hört für mich so an, als ob es gar keine Überlegung war, also wen man jetzt anschreiben könnte, sondern du wolltest Jan Fitschen. Ja, ich wollte Jan Fitschen, weil ich Jan auch noch aus der Jugend- und Juniorenzeit kenne. Da war er immer vor mir, schon damals, ja, das ist schon über 15 Jahre her. Und obwohl er ja auch noch 3 Jahre jünger ist als ich. Und von daher war Jan da meine erste Wahl und ich habe auch an keinen anderen gedacht und war begeistert, dass er auch so motiviert war, jetzt dieses Konzept von Anfang an auch mitzutragen und mitzubegleiten. Dann, ich glaube, das Projekt ist gut angelaufen. Der Start war erfolgreich, würde ich sagen. Und viel Glück für die Zukunft. Ja, danke schön. Prima. Du hast mir schon mal in Osnabrück erklärt, was es damit auf sich hat. Wieso gerade dieses Müsli? Ja, das war auch wieder so eine echt lustige Geschichte einfach. Klar, als Läufer machst du dir immer irgendwie Gedanken über richtige Ernährung und letzten Endes ist es bei mir auch so gewesen, ich mische mir dann selber meine Sachen zusammen, weil ich einfach im Regal nicht wirklich das finde, was ich möchte. Ja, dann kam irgendwie der Timo auf mich zu, das ist der Kollege, springt jetzt hier gerade irgendwo rum, der einfach die Idee hatte, komm, wir machen gemeinsam dieses Läufermüsli.